Flux FM in digitaler Gesellschaft. EU-Bürger können ja verlangen, dass Suchmaschinen wie zum Beispiel Google bestimmte mit ihrem Namen verknüpfte Suchergebnisse nicht mehr in den Trefferlisten anzeigen. Das geht aus einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahr 2014 hervor. Es ist aber immer noch unklar, wie weit dieses Recht genau reicht. Müssen die Suchergebnisse nur auf den europäischen Varianten der Suchmaschinen, also zum Beispiel google.de, zensiert werden oder auch weltweit? Während diese Frage beim Europäischen Gerichtshof aktuell noch auf eine Entscheidung wartet, hat ein US-Gericht jetzt geurteilt, dass Google nicht zur weltweiten Löschung von Suchergebnissen verpflichtet werden kann. Was das für das Recht auf Vergessenwerden bedeutet, das besprechen wir jetzt mit Volker Tripp in der 96. Ausgabe von In digitaler Gesellschaft. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Hallo. Dann nochmal kurz aufgerollt, was genau ist das Recht auf Vergessenwerden zur Erinnerung? Naja, das Recht auf Vergessenwerden hat der EuGH quasi in die Welt gesetzt und da geht es um die Löschung von Links aus den Ergebnislisten von personenbezogenen Suchen. Also, jemand sucht nach einer bestimmten Person, zum Beispiel über Google, und es gibt dann irgendwelche Treffer, Links zu Informationen im Netz, die aber schon längst veraltet sind, an denen eigentlich überhaupt gar kein Informationsinteresse der Öffentlichkeit mehr besteht und die vielleicht belastend für diese Person sind. In diesem konkreten Fall, in dem der EuGH das ausgeurteilt hat, ging es um jemand, der wegen, ich glaube, Steuerproblemen mal in der Zeitung stand, ein Spanier, und der wollte dann eben Links zu diesen Artikeln getilgt haben, und da hat dann eben der EuGH gesagt, naja, in einem solchen Fall, das Ganze liegt 10 Jahre zurück, das kann nicht für dich für immer stigmatisierende Wirkung haben, da hast du einen Anspruch gegen die Suchmaschine, dass sie diese Links aus den Trefferlisten entfernt, wenn jemand nach dir, nach deiner Person sucht. Also das wäre eine Voraussetzung, unter der dieses Recht greift. Genau, das ist genau die Voraussetzung, unter der dieses Recht greift. Wichtiger Unterschied, das bezieht sich nicht auf die Informationen selbst. Also es geht nicht darum, dass die Informationen selbst aus dem Netz gelöscht werden, sondern nur, dass die Links zu diesen Informationen aus den Trefferlisten von Suchmaschinen gelöscht werden. Also man könnte es ein bisschen vergleichen mit der menschlichen Erinnerung. Da ist es ja auch durchaus so, dass die Informationen schon noch im Gehirn vorhanden sein können, aber man kann sich nicht mehr so recht erinnern. Der Mensch kann sie nicht mehr auffinden. Also mit anderen Worten, das Recht auf Vergessenwerden soll die Auffindbarkeit von belastenden Informationen erschweren. Über die Reichweite dieses Rechts streitet sich Google unter anderem gerade mit der französischen Datenschutzbehörde vor dem Europäischen Gerichtshof. Worum geht es dabei genau? Ja, da geht es eben genau um die Frage, was heißt denn eigentlich auslisten? Das hat nämlich der EuGH nicht so ganz genau gesagt. Also man kann sich ja vorstellen, man sucht zum Beispiel von Deutschland aus mit google.de nach irgendwelchen Informationen über jemanden aus Deutschland. Ja, und da würde eben der EuGH mit Sicherheit sagen, naja, also wenn von der deutschen Google-Domain aus gesucht wird und von Deutschland aus, dann müssen Informationen über Deutsche, dürfen dann nicht angezeigt werden, wenn sie belastend sind. So, aber die Frage ist, was ist, wenn jetzt jemand über google.com zum Beispiel sucht? Ja, und das hat eben der EuGH nicht klar gemacht. Diese französische Behörde möchte jetzt, dass diese Links weltweit ausgelistet werden. Das heißt also, egal von welcher Domain aus man sucht, also google.de, google.com, google.fr.ca, was auch immer, die Links dürfen nirgendwo angezeigt sein und auch völlig egal, von welchem Land aus man diese Suche startet. Also ob ich jetzt von Deutschland aus über google.com gehe oder von Amerika aus, völlig egal, überall sollen die gelöscht werden. Und dazu ist Google eben nicht bereit. Ja, also wie sieht die Löschpraxis von Google in Europa dann bislang aus? Eigentlich schon recht weitgehend. Was sie machen ist, dass sie bei personenbezogenen Suchen, die sie auf eine Person aus einem bestimmten Land beziehen, die Suchergebnisse zensieren bei dieser länderspezifischen Variante der Suchmaschine. Also es geht um einen Deutschen, jemand sucht über google.de, dann werden unter google.de diese Ergebnisse nicht mehr angezeigt. Und was sie auch machen ist, wenn jemand von Deutschland aus zum Beispiel über google.com sucht, auch dann zeigen sie die Ergebnisse nicht mehr an. Ja? Was sie allerdings nicht machen ist, dass sie zum Beispiel, wenn jemand von Amerika aus Informationen über einen Deutschen sucht, über google.com, die dann rauszunehmen, ja, sondern die werden weiter angezeigt. So, und genau das ist im Grunde der Streit. Müssen sie weltweit und absolut auslisten oder nur, ich sag mal, länderspezifisch auslisten? Ja, und wie gesagt, bisher sagt Google, wir machen das länderspezifisch, aber wir machen es nicht weltweit. Ja, und dann würde vielleicht der eine oder andere sagen, mein Gott, wieso machen sie es denn nicht weltweit?
Naja, das hat ganz einfach was damit zu tun, dass das Geschäftsmodell der Google-Suche ja gerade ist, dass man möglichst viele Informationen finden kann. Und diese Sperrung von Suchergebnissen greift natürlich tief in das Geschäftsmodell ein. Also mit anderen Worten, das widerstrebt den wirtschaftlichen Interessen dieses Konzerns, was ja in gewisser Weise auch nachvollziehbar ist. Wie gesagt, das ist ihr Geschäft, diese Suche anzubieten. Und wenn sie jetzt Suchergebnisse da rausnehmen, schwächt das natürlich die Attraktivität dieser Suchmaschine. Auch auf der anderen Seite des großen Teichs führt ja Google gerade Rechtsstreitigkeiten über, und zwar die Löschung von Suchergebnissen. Mhm. Was hat es damit auf sich? Na, da geht es, das der Unterschied zu dem Recht auf Vergessenwerden ist, da geht es nicht um personenbezogene Informationen, sondern da geht es speziell um zunächst mal einen Rechtsstreit in Kanada. Da hat das oberste kanadische Gericht Google dazu verurteilt, bestimmte Links zu Produktplagiaten weltweit zu sperren und hat dabei eine kleine Einschränkung gemacht und hat nämlich gesagt, das gilt aber nur, dass sie es weltweit sperren müssen, wenn sie damit nicht in die Rechte, die ihnen in anderen Ländern gewährt werden, eingreifen oder Rechte, die ihnen in anderen Ländern gewährt werden, verletzen. Daraufhin ist Google, das ist ein kalifornisches Unternehmen, prompt zu einem Gericht in Kalifornien gegangen und hat dort eben feststellen lassen, dass so eine weltweite Löschung von Links in verschiedene Rechte eingreift, die ihnen das amerikanische Rechtssystem gewährt. Unter anderem spezielle Rechte zum Schutz der Meinungsfreiheit und der Informationsfreiheit. So, und jetzt hat Google also sozusagen den Beleg in der Hand, dass eine weltweite Löschung jedenfalls ihre Rechte in Amerika verletzen würde. Mhm. So, und jetzt würde dieses kanadische Gericht wohl sagen, also jetzt können sie halt hingehen und dieses kanadische Urteil auf diese Art und Weise nochmal angreifen und vielleicht kommt am Ende raus, nein, sie müssen nicht weltweit löschen. Ja, die ganz spannende Frage ist jetzt, wie wirkt sich das eigentlich auf diese ganze Vorgänge in Europa aus und auf eben diese Frage des Recht auf Vergessenwerdens? Denn das ist ja prinzipiell dasselbe. Egal, ob es um personenbezogene Informationen geht oder um andere Informationen geht, Google hat nach amerikanischem Recht jedenfalls das Recht, auch jedenfalls in Amerika diese Ergebnisse anzuzeigen. Genau, das wäre jetzt eben die Frage. Wie wird sich diese Entscheidung des US-Gerichts auf Google/Praxis bei uns in Europa und auch auf die Entscheidung des EuGH auswirken? Also es ist zurzeit vollkommen offen. Aber ich bin schon der Meinung, dass der EuGH doch hier dringend eigentlich diese Rechtsprechung aus den USA berücksichtigen muss. Denn angenommen, der EuGH würde das nicht tun. Er würde einfach sagen, das ist jetzt völlig egal, ob, wenn wir sagen, du musst weltweit löschen, ja, dann müssen sie es halt tun, egal ob sie damit in Rechte in anderen Ländern eingreifen oder nicht. Dann treten zwei Probleme auf. Zum einen könnte das natürlich heißen, dass man Google zu etwas verpflichtet, was eigentlich rechtlich unmöglich ist. Also man würde sie sozusagen zwingen, in anderen Ländern Rechtsverletzungen zu begehen. Das wäre schon ziemlich merkwürdig. Und wenn das so ohne weiteres gehen würde, dann würde das ja auch heißen, Gerichte rund um die Welt könnten solche Anordnungen treffen. Und letztlich würde sich das Land durchsetzen, in dem die schwächsten Regeln zum Schutz der Meinungs- und Informationsfreiheit gelten. Das heißt, das Land mit den sozusagen restriktivsten Vorschriften würde weltweit bestimmen, was wir uns im Internet ansehen dürfen. Mhm. So, und das kann ja irgendwie nicht die Folge sein. Allerdings. Deswegen meine ich, muss der EuGH hier wirklich genau drauf gucken, was hier passiert ist. Und das, ich finde, das spricht sehr dafür, dass die Löschpraxis, wie Google sie zurzeit macht, wahrscheinlich der einzig vernünftige Weg ist. Also alles andere, wie gesagt, würde, glaube ich, dazu führen, dass wir insgesamt sehr viel weniger im Internet uns ansehen könnten. Vom Verein Digitale Gesellschaft war Volker Tripp hier, die 96. Ausgabe. Bald haben wir 100. Geburtstag zusammen. Ja, dann seid ihr schon so lang bei uns. Und da sind wir total froh drüber. Wir haben über das Recht auf Vergessenwerden gesprochen und die aktuellsten Entwicklungen dort. Und ihr haltet uns auch weiterhin auf dem Laufenden. Auf jeden Fall. Hoffen wir doch. Sehr schön. Danke dir, Volker.